Ich mag blinkende Lichter. Commander, unsere gemeinsamen Freunde von Möbius konnten das letzte Artefaktfragment aufspüren. Sobald dieses letzte Stück sichergestellt ist, können wir nach Char vorstoßen und Kerrigan gegenübertreten. Viel Glück, Mr. Rayner. Ich fürchte, Sie werden es brauchen. Meine Partner von Möbius haben das letzte Teil des Artefakts aufgespürt. Es befindet sich auf einem verlassenen Xel'Naga-Schiff im Sigma-Quadranten. Ganz schön weit ab vom Schuss, Junior. Das Artefakt befindet sich dort. Dieses Schiff verfügt über Generatoren, die Desintegrationsfelder erzeugen, die jede Art von Materie innerhalb von Sekunden in ihre Moleküle zerlegen. Zum Glück sollten unsere schweren Kreuzer der Minotaurus-Klasse lange genug in den Feldern bestehen können, bis die Generatoren zerstört sind. Sonst noch irgendwas, das wir wissen sollten? Nun, Langstreckenscans haben eine beachtliche Streitmacht der Tal'Darim in der Gegend ausgemacht. Das wird langsam zu viel für uns, Jimmy. Energiefelder? Für die Selbstmordmission habe ich mich nicht gemeldet. Wir sollten einfach die Kohle nehmen und abhauen. Bekommst du kalte Füße, Tarkus? Wegen dir habe ich 9 Jahre im Knast verbracht. Ich werde mich doch jetzt nicht umbringen lassen, nur damit du deine Prinzessin retten kannst. Denk daran, du schuldest mir noch was, Partner. Nicht genug, um das hier wegen dir abzublasen. Dann ziehen wir die Sache eben ohne dich durch, Partner. Dann sind wir uns ja einig. Du weißt, wo du mich finden kannst. Adjutant, bereite das Schiff auf den Sprung vor. Bring es hinter uns. Gravitationsstörung entdeckt. Dort! Ein Desintegrationsfeld, wie Valerian es gesagt hat. Die Kreuzer sollten lange genug standhalten, um den Emitter zerstören zu können. Aber nur, wenn sie ihr Feuer konzentrieren. Verstanden. Sie wünschen? Blitzschnell zuschlagen und wieder raus? Wir werden hier mehr als ein paar schwere Kreuzer brauchen, um uns den Weg freizuräumen. Lassen Sie sich Zeit, Commander. Ich würde es bevorzugen, wenn wir das Artefakt auch tatsächlich bekämen. Jawohl! Geschwader unterwegs! Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir werden kaum normale Ressourcen hier auffinden. Aber jahrhundertelanger Asteroidenbeschuss hat Mineralienfragmente und kristallines Vespingas überall auf dem Wrack verteilt. Nun gut, untersuchen wir mal die Gegend und sehen, was wir mitnehmen können. BBF einsatzbereit. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. Erweiterung fertiggestellt. BBF bereit. Darf sonst noch was sein?
nicht genügend Mineralien. VBF einsatzbereit. Genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Wer hat die Flotte gerufen? Ah, Grüße, Commander. Optischen Empfang. Übermittle Befehle. Erschöpft.
Kurs ermittelt. Verstanden. Geschwader unter... Entaro Tassada, Freund Rainer. Die Taldarim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Vespin-Geysir erschöpft. Ja. Mineralienfeld. Darf sonst noch was sein? Aus der Bahn! Abmarschbereit! Aufgetankt und einsatzbereit! Wann geht's los? Was jagen wir hoch? Nicht genügend Mineralien. Zeit auszurücken. Wer hat die Flotte gerufen? Übermittle Befehle. Transformationssysteme optimiert. Retten wir ein paar Leben. Hier ist Endstation. Sie wünschen... Ich fühle mich
nicht an. Aha. Nicht genügend Mineralien. Erweiterung fertiggestellt. Button. Ja, ja. Eigenerschreckt. Sehr schön. Was wichtig hat? Nicht genügend Mineralien. Schlechte Neuigkeiten? Was nicht passt, wird passend gemacht. Yep. Aber sicher. Aus der Bahn. Nur zu. Was wichtig hat? Lesen der Boss. Angegriffen.
nicht an. Von mir aus? Hier kann ich nicht bauen. Wer hat die Flotte gerufen? Jupp. Verstanden. Ich bin schon unterwegs. Ja. Und nun? Ja, Commander. Ja, Commander. Sie wünschen? Ach, wirklich? Benötige weitere Depots, nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. Was ist los? Ach, wirklich? Und nun? Gerufen. Kreuzer einsatzbereit. Nicht genügend Mineralien. Was ist los? Sie wünschen? Geysir erschöpft. Ja, Commander. Gerufen.
Vespin-Geysir erschöpft. Sie wünschen? Wer hat die Flotte gerufen? Einsatzbereit. Was ist los? Ach, wirklich? Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Feld erschöpft. Und nun?
Commander. Vespin-Geysir erschöpft. Sie wünschen? Sehr nah. Macht euren Frieden mit den Göttern, Sünder. Nun werdet ihr für eure Frevel zur Rechenschaft gezogen. Dieses Protoss-Mutterschiff ist beeindruckend, Sir. Unsere Scans zeigen an, dass es dazu in der Lage ist, Verbündete zu tarnen. Außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen. Bestätigt. Okay. Jawohl. Bin unterwegs. Ach, wirklich? Lasst uns mal loslegen.
Bursche! Sie wünschen? Wohl wahr, ihr bringt Freiheit für alle, Freund Raynor. Upgrade durchgeführt. Yeah.
Geschwader unterwegs. Bin unterwegs. Okay. Energie. Was ist los? Kreuzer einsatzbereit. Bestätigt. Ja, Commander. Kurs ermittelt. Und setzt einen Kurs zurück zu Valerian.
Macht mal die Augen auf! Rain hat uns verraten. Ich bin hier, um gegen die Liga zu kämpfen und nicht für sie. Kriegt euch mal wieder ein! Wir haben dem Commander immer vertraut und dabei sollten wir bleiben. Dem Säufer könnt ihr nicht trauen. Jim Rayner ist nicht mehr als ein mieser Feigling. Seitdem du auf diesem Schiff bist, verbreitest du nichts als Unruhe. Ach ja. Erbärmlich. Man kann sich immer nur selbst trauen. Je eher ihr Versager, das reicht jetzt langsam. Du machst allen was vor, oder Jimmy? Aber beim ersten Gegenwind steckst du wieder den Kopf in den Sand. So machst du das doch, oder? Mit mir, den, mit deiner süßen kleinen Freundin. Ja! Mal gut überlegen, Tigers. Lassen werde. Sie lassen uns für die Liga arbeiten, Commander. Und dann sollen wir nach Char. Das klingt gar nicht nach Ihnen. Das hat nichts mit der Liga zu tun. Wir haben immer dafür gekämpft, Leben zu retten. Wenn die Zerg jeden abschlachten, war alles umsonst. Deshalb gehe ich zurück nach Char. Es ist eure Entscheidung, ob ihr mitkommt oder nicht. So wie immer. Ja, das ist der Commander, den ich kenne. Zufrieden? Los, gehen wir wieder an die Arbeit, Jungs. Diese Unterhaltung will ich nicht nochmal führen müssen. Und reparier meine verdammte Jukebox. Kann mir mal wer helfen? Hallo? Hast du noch immer ein Problem damit, mit Valerian zusammenzuarbeiten? Mengsk hat sich als skrupelloser Diktator entpuppt. Aber das sollte nicht gleich seinen Sohn verurteilen. Ich bin mit ihnen durch die Hölle und wieder zurückgegangen, Sir. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Guter Mann. Dieser Waffenstillstand wird nicht ewig halten. Gerade lange genug, um den Auftrag zu erledigen. Unter uns gesagt, guter Zug die Sache mit Tykes. Wurde langsam Zeit, dass ihm mal einer in den Arsch tritt. Hier ist Donny Vermillion, live aus den UNN-Studios auf Korhal. Heute Abend haben wir beunruhigende Nachrichten erhalten. Kronprinz Valerian scheint verschwunden zu sein. Das stimmt, Donny. Prinz Valerian wurde zu einer Rede anlässlich des Stapellaufs des neuesten schweren Kreuzers, der White Star, erwartet. Da er jedoch nie dort ankam, musste die Zeremonie ohne den Prinzen abgehalten werden. Offizielle Regierungsstellen verweigern bisher jeden Kommentar. Was immer auch passiert sein mag,
Wir alle hier bei UNN hoffen, dass dem Prinzen nichts zugestoßen ist. Eurem Prinz geht's gut. Bisher. Diese alte Kiste muss mal überholt werden. Jetzt stehe ich hier schon rum und führe Selbstgespräche. Kannst du mir jetzt mal sagen, was zur Hölle das vorhin sollte? Ganz ehrlich, diese ganzen letzten Wochen, gemeinsam mit dir für das Gute zu kämpfen, ich hatte endlich mal eine Vorstellung davon, was echte Freiheit ist. Aber das wird alles bald vorbei sein, wenn du den verdammten Helden spielen willst. Und das für eine Sache, die mich einen feuchten Dreck interessiert. Was sollte dann das ganze Gerede vorhin von wegen der Menschheit was Gutes tun und ordentlich dafür bezahlt werden? Ich habe das Gefühl, je näher wir deiner Königin der Klingen kommen, naja, sagen wir einfach mal, die Dinge laufen nicht immer so wie geplant, Jimmy. Ich kann das hier ohne dich nicht durchziehen, Tychus. Vertrau mir einfach. Der alten Zeiten wegen. Schon gut, du kannst auf mich zählen. Das wollte ich hören. Die alten Zeiten. Ja, haben Sie eine Frage, Sir? Wie läuft's bei dir hier unten, alter Kamerad? Besser, jetzt, da wir unseren alten Commander wieder haben. Ach, und unser neuer bester Freund, Prinz Schmalzlocke, hat ein paar verbesserte Kreuzerblaupausen dagelassen. Also habe ich an ein paar interessanten Modifikationen für unsere Schiffe gearbeitet. Ich werf mal einen Blick drauf. Da, wo wir hingehen, werden wir alle Feuerkraft brauchen, die wir kriegen können. Also, Junior, wir haben jetzt auch das letzte Artefakt in die Finger bekommen. Du kannst sie also jederzeit abholen. Vielen Dank, Commander. Und gute Arbeit. Sie sind genauso einfallsreich, wie mir gesagt wurde. Ich denke, das Schicksal ist jetzt auf unserer Seite. Das will ich schwer hoffen. Um dieses Artefakt direkt vor Kerrigans Nase abzusetzen, brauchen wir eine ganze Menge Glück. Seien Sie beruhigt. Wir haben die Unterstützung der gesamten Flotte der Liga. Natürlich. Ich glaube, ich gehe mal frische Luft schnappen. Moment.